Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 26. Oktober 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, als wir in westlichen Astrologie das kennen. Die indische Astrologie berücksichtigt, dass unserem Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat. Das nennt man Präzession, also eine andere Berechnung, auch andere Ergebnis natürlich. Also nicht wundern, wenn ich beschreibe, Sonne, Mond und Planeten anderes platzieren als in einem westlichen Horoskop. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont auf. Für die Waagengeborenen bedeutet das etwas, das Auftreten, sich sichtbar machen, in äußeren Erscheinungsbild etwas verändern, verbessern, aber auch in Persönlichkeit arbeiten und auch die Bedürfnis, etwas ins Licht zu bringen oder die Suche nach die Wahrheit. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen stehen in diesem Platz und diesem Platz bedeutet Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Das ist die Monatsthema gerade bei den Skorpiongeborenen. In vertrauten Umgebung Kontakte zu pflegen, etwas in Bewegung setzen, die Termine wahrnehmen oder ein Besuch, Einladung, kleinere Reisen, kleineren Veränderungen, das sind die Hauptthema dieser Monat bei den Schützengeborenen. Ein Fundament, eine Basis zu erschaffen, zurückziehen, die Ruhe, die Kraft zu bewahren und genießen die eigenen Zuhause oder in diesem Bereich etwas verbessern, verändern, das ist das Hauptthema im Monat bei den Steinbockgeborenen. Kinder, eigenen Kinder oder Arbeit mit Kindern oder zurückdenken an die eigenen Kindheit ist die Hauptthema gerade bei den Wassermanngeborenen. Das bedeutet aber nicht nur Kinder, sondern bedeutet auch die schöpferische Kraft und das in Gestalt, in Form zu bringen. Den Alltag zu bewältigen, im Arbeit auch Kraft zu zeigen und beruflich etwas verbessern und um die Gesundheit achten, das ist die Hauptthema dieser Monat bei den Fischengeborenen. Die inneren Gleichgewicht bleiben und nicht nur das Selbst, sondern auch das Du Aufmerksamkeit lenken und um die Partnerschaft kümmern, das ist die Hauptthema dieser Monat, die Wiedergeborenen. Eine Art Transformation auf die Gefühle achten, Ängste loslassen, Zweifel überwinden und um die endlichen Sachen kümmern, das kann Finanzamt sein oder Banken, Versicherungen oder Gericht wie eine Scheidung oder eine erbschaftliche Situation, das alles in Ordnung zu bringen, das ist das Hauptthema gerade bei den Stiergeborenen. Eine große Reise, das kann Urlaub sein oder ein Besuch von Ausland oder Kontakte im Ausland oder eine innere Reise, die höhere Zusammenhänge zu erkennen, das ist das Hauptthema gerade bei den Zwillingsgeborenen. Einfach in die Weite schauen, etwas zu erreichen, Ziele setzen, die Berufung nachgehen,
Anerkennung zu bekommen, die Respekt verlangen von anderen. Dieses Bedürfnis haben gerade die Krebsgeborenen. Freundschaften zum Pflegen oder neue Freunde finden oder aktiv sein in einer Gruppe oder etwas gründen, das ist das Thema bei den Löwengeborenen, aber auch die große Hoffnung. Die Geheimnisse erforschen oder die geheime Haltung oder etwas im Geheimen tun oder die Geheimnisse erfahren, hinter den Kulissen schauen und auch Feinde zu erkennen, das ist das Hauptthema gerade bei den Jungfraugeborenen. Und dieses Hauptthema bleibt im Monat. Dann dreht sich das alles und ändert sich die Lebenssituation. Die Elemente in die Mitte gehören zu den einzelnen Tierkreiszeichen. Hier die Waage gehört zum Luftelement, Steinbock zum Erdeelement, Widder zum Feuerelement und Krebs zum Wasserelement. Und jetzt kommen die Planeten und die beiden Lichter, Sonne und Mond. Wie ist die Bewegung? Wie sind die Verbindungen? Sonne ist natürlich bei Sonnenaufgang ganz logisch. Dann muss das bei Tierkreiszeichen Waage erscheinen. Hier ist die Sonne. Mond befindet sich noch am Sonnenaufgang im Widder, aber im Grenzbereich und im laufenden Tag übergeht dann in Tierkreiszeichen Stier. Das ist die Mondbewegung. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Merkur ist im Grenzbereich, aber noch im Tierkreiszeichen Waage, dann übergeht im Skorpion. Jupiter befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion. Venus ist rückläufig und diese Rückläufigkeit bedeutet, entweder etwas ist gebremst oder kehrt jemand zurück von Vergangenheit. Und Thema ist natürlich Liebe, Partnerschaft, das ist die weibliche Energie. Venus fühlt sich auch hier sehr wohl, weil Venus herrscht über die Tierkreiszeichen Waage. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Uranus ist auch rückläufig, bringt Umbrüche, Veränderungen, Rückläufigkeit natürlich wieder, entweder bremst es alles, diese Veränderungen, oder sind alten Themen, alten Begegnungen, bewegt sich in Tierkreiszeichen wieder. Neptun ist auch rückläufig und Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Die sind alten Themen und Enttäuschungen oder etwas noch undurchschaubar und sollte man klären und das hängt mit Vergangenheit zusammen und die Pluto, diese inneren Kraft und die Kraft der Transformation ist im Tierkreiszeichen Schütze. Wie sind die Verbindungen? Heute steht Sonne und Venus in Verbindung, Sonne und Venus in Tierkreiszeichen Waage, mehr Klarheit in die Liebe, Partnerschaft, es wird etwas geklärt. Pluto und Mars stehen in Verbindung. Das sind benachbarte Tierkreiszeichen. Das zeigt Nähe, Vertrauen, Unterstützung, andere Charakterzüge, aber immerhin eine gute Unterstützung. Beiden Planet vermittelt Kraft. Pluto ist das innere Kraft, auch die Sexualenergie, und Mars ist der männlichen Energie, kann auch eine männliche Person sein. Und hier kommt die Sexualität im Vorschein. Aber Mars bedeutet auch die Kraft und Mut zu haben, etwas in Bewegung setzen. Hier brauchen wir beides, das innere Kraft und auch das, was bewegt nach außen. Also das sind die wichtigen Begegnungen heute. Die Verbindungen zwischen Sonne, Mond und die Planeten.
Mond befindet sich in ein Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Kritika und diese Kritika ist eine Feuergöttin. Das ist so ähnlich wie in griechischer Mythologie Prometheus, der Feuer auf die Erde bringt, zu den Menschen. Und diese Feuergöttin vermittelt uns heute etwas, eine Reise in unserer Seele. Und da liegt der Ursprung unserer Kraft. Das ist die heilige Feuer. Und das ist auch Heilenergie und eine reinigende Energie, was von diesem Mondhaus ausstrahlt. Diese Mondenergie unterstützt natürlich alle Erdeelementen. Dazu gehört die Tierkreiszeichen Steinbock und die Tierkreiszeichen Jungfrau. Eine gute Mondenergie bekommen auch die Fischengeborenen und die Krebsgeborenen. Diese Mondenergie spiegelt etwas für die Skorpiongeborenen. Die Botschaft ist in inneren Kraft, in innerer Ruhe, in inneren Gleichgewicht bleiben und auf den Gefühlen achten, auf den eigenen Gefühlen, aber auch Gefühlen von anderen, weil heute spiegelt etwas die Umwelt. Und Unterstützung bekommen die Wiedergeborenen und die Zwillingsgeborenen. Sie stehen ganz nah, sie spüren diese Mondkraft. Eine gewisse Unsicherheit löst aus bei den Schützengeborenen und bei den Waagegeborenen. Und Spannung, Nervosität erleben dann die Löwengeborenen und die Wassermanngeborenen. Ist auch nicht der richtige Augenblick, etwas Neues starten, sondern die Löwengeborenen und Wassermanngeborenen sollen eher warten, bis Mond übergeht, dann in Tierkreiszeichen Zwillinge. Und das war die heutigen Tageshoroskop. Und ich habe noch eine kurze Infovideo und wir übergehen jetzt auf diese Aufnahme. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo über Aura und Aura-Reinigung. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und ich werde dieses Klärungsvideo nicht veröffentlichen. Wenn ihr wirklich ernsthafte Interesse daran habt, über dieses Thema mehr zu erfahren, was ist Aura und was ist Aura-Reinigung, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu zu diesem Klärungsvideo. Dieses Klärungsvideo über Aura und Aura-Reinigung ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.